Also was uns motiviert, ist einfach gute, wohlschmeckende, gesunde Nahrungsmittel zu produzieren und von unseren Kunden die Rückmeldung zu bekommen, dass es auch richtig gut schmeckt und ihnen gut tut. Die Idee, einen Bio-Landwirtschaftsbetrieb zu gründen, hatten René und ich dann recht zügig. Wir haben gemerkt, wir möchten selber gesunde Nahrungsmittel konsumieren. Ich bin da sehr zufrieden, dass man sich hier auf dem Betrieb so gut entfalten kann oder dass da so viel Spielraum ist, mitzugestalten, mit zu bestimmen. Also wir sind hier am Stadtrand von Halle auf dem Biophilia Permakulturhof. Das ist ein kleiner Betrieb, den meine Frau und ich 2018 gegründet haben. Wir halten Hühner in mobilen Ställen auf der Wiese, bauen Gemüse an in einer vielfältigen Art und Weise auf kleinen Beeten, halten eine kleine Ziegenherde, haben eine Ackerfläche, um dort Futter anzubauen für die Hühner. Permakultur ist eine Art der Landwirtschaft, die sich sehr an natürlichen Abläufen orientiert, an ökologischen Kreisläufen, die man versucht im Betrieb nachzubilden. Mal als einfaches Beispiel, die Hühner legen nicht nur Eier, sondern die produzieren auch wertvollen Hühnermist, den wir für die Nährstoffversorgung der Beete benutzen. Und die Hühner können auch arbeiten. Die sind im Winter auf unseren abgeernteten Gemüsebeeten und machen da Bodenbearbeitung, indem sie alles durchkratzen, Reste aufpicken und Schneckeneier rauspicken, Mäuse fangen. Sie sind einfach für uns Mitgeschöpfe. Wir behandeln sie nicht bloß wie Nutztiere, sondern bieten ihnen ein möglichst gutes Leben, tiergerecht, so wie wir uns das, also wenn wir ein Huhn wären, würden wir auch in unserem Hühnerstall leben können. Und so halten wir die. Also 40 zu einer Verletzung. Guck mal, da wackelt der ganze Hühnerstall. Wenn René der Meinung ist, er möchte einen Hühnerstall einziehen, dann würde ich glatt sagen, ich bin dabei. Also es ist einfach so, die Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen, das ist uns selber ein Anliegen. Wir gehen nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit den Menschen. Also es ist ein freudiges Miteinander. Wir kümmern uns umeinander und ein kuscheliges Nest aus Stroh, hey, da wäre ich dabei. Also wir sind seit 2018 hier auf Pachtflächen, die wir für 20 Jahre bewirtschaften dürfen. Hätten das Land damals schon gern erworben, es war damals nicht möglich. Jetzt bietet sich die Chance, die Flächen stehen zum Verkauf und die Preise sind so abnormal, dass also die Zusammenarbeit mit der Kulturlandgenossenschaft der einzige Weg ist, um die Flächen zu erhalten, unseren Weg weitergehen zu können. Als Kulturlandgenossenschaft ermöglichen wir es Menschen, sich am Kauf von landwirtschaftlichen Flächen zu beteiligen. Und diese Flächen sollen dauerhaft ökologisch wirtschaftenden Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Und bei uns auch noch mit dem Schwerpunkt, dass diese Betriebe regional eingebunden sind. Sodass ein guter Austausch zwischen den Menschen, die sich am Landkauf beteiligt haben, entsteht und den Menschen, die auf diesem Land wirtschaften. Weil das Land ist unsere Lebensgrundlage. Und die muss dauerhaft gesichert werden und nachhaltig bewirtschaftet werden. Land darf einfach keine Ware sein, mit der spekuliert wird. Jeder kann sich beteiligen mit einem Anteil oder mehreren Anteilen an der Kulturlandgenossenschaft. Ein Anteil hat einen Wert von 500 Euro. Und man kann dann auch noch zusätzlich sagen, für welchen Betrieb, für welchen Flächenkauf man seinen Anteil verwendet sehen möchte. Also die Tatsache, dass viele Menschen hier sich an dem Gemeinschaftsprojekt Landerwerb beteiligen, die macht uns einfach froh. Das ist ein tolles Gefühl, dass man als Gemeinschaft hier rangehen kann und Unterstützung findet, sozusagen als Bestätigung für die Art und Weise, wie man wirtschaftet, als Ausdruck, dass das der richtige Weg ist. Und da sind wir sehr dankbar für jeden, der sich da mit beteiligt. Thank you.